Ja, und somit herzlich willkommen zu Demo von Goblin Cleanup, der nächsten Demo vom Steam Next Fest. Ich würde sagen, ich drücke einfach mal auf Play. Ich glaube, das ist eigentlich auch ein Online-Spiel. Mal schauen, wie es funktioniert. Oder nicht. Auf jeden Fall, was ich schon mal sagen kann, ist eigentlich, dass die Musik sehr nice ist. Dark Lord. The Dark Lord requires our services. Heroes constantly enter to try to defeat him. Obviously, they cannot. But the dirty and disorder everything in their path. Musik ist on point. This is the entrance to the Dark Lord's dungeon. It is not a very dangerous place, so if you are a novice clearing dungeons, this room is ideal for you. The staff room this time will be outside, next to the entrance door, so once inside, make sure to use an altar to review inside. If you have any questions, read the employee's handbook in the staff room. Good luck. Difficulty easy, 25 Minuten. Mal schauen. Also auch ein Singleplayer und Online-Spiel. Employee's book. Read manual. Okay. 1, 2, 3. Scan blood, interact, rotate objects, open menu, voice chat, jump, use secondary. Ach du meine Güte. Ja, moin! Ich würde sagen, wir versuchen es einfach. Einfach mal. Und schauen, wie wir zurechtkommen oder nicht. Indirect to enter level. The entrance. Coole Grafik. Oh. Was? Ziemlich erfolgreich. Grab the mimic from behind. Ah, from behind. Add mana, remove mana. Wir nehmen die einfach mal von hinten. Und jetzt müssen wir die irgendwo hinsetzen. Ich verstehe es nicht ganz. Ah. Ah, I see. Ah, okay. Ja, wenn man eben das Menü nicht liest, dann weiß man nicht, was man hier machen muss. Die Mimik frisst auf jeden Fall die ganzen Fleischklopse. Okay. Es kommt dahin. Bank hin. Und auch eine Bank. Die ganzen Fässer. Noch eine Bank. Und da drüben hin. Achtung, Mimik. Noch ein Fass. Da oben hin. Injective Level.
irgendwie das... Okay, irgendwie... Ich mache alles nur noch schlimm, Müde. Okay, ich setze die mal kurz hier irgendwo hin, wo sie mich nicht fressen kann. Okay, interesting. Aber wie putzt man das Zeugs? Oder wie putzt man den Mob, besser gesagt? Kommt man da nochmal hinein? Ja, man müsste es halt doch lesen. Shadowcat, Dragon, Goblin, Slime, Mimics. Suddenly, use your tools to clean a dungeon. Pressing the equip slipmore key, you can use a mob made from slimes. Made for slimes to of any element. They are mainly used to clean blood. Aber wie... Also wie... To clean the blood from the walls and floor, you must use the slim up with a slime on the tip. First, you must go to the slam dispenser and interact. Ah, I see. Weil ich da schon Fleischstück dran habe, geht's natürlich nicht. Jetzt muss ich den Mimik füttern. Was war denn das jetzt? Jetzt muss ich den Mimik füttern, dann muss ich den Schleim dran nehmen. Also kann ich das überhaupt noch wegnehmen? Komm, friss. Ah, okay. I see. Und jetzt das hier. Und dann hier ein bisschen putzen, da ein bisschen. Hat ein bisschen was von dem anderen Spiel. Ich weiß gerade den Namen nicht. Aber da muss man auch beim Weihnachtsmann mit Elfen. Also vier Elfen. Also ne, man ist ein Elf. Und man muss das Zeugs putzen vom Weihnachtsmann. Also das. Ach, ihr wisst schon bestimmt, welches Spiel ich meine. Ich habe da einfach mega die Sauerei gemacht. Okay, ich muss die Mimik irgendwo ein bisschen woanders hinstellen. Irgendwie in die Mitte oder so. Und dann wieder so hinhalten. Friss! Das kann ja mega lange dauern. So Angst von dieser Mimik. Ich bin ja schon mal gestorben schließlich. Okay, das hätten wir. Das sieht gut aus. Das sieht alles gut aus. Danke sehr. Die meiste Sauerei habe ich gemacht. Ist ein cooles Prinzip bisher. Wird wahrscheinlich noch viel interessanter, wenn da irgendwelche hier. Ja. Viecher kommen. Ich glaube, wir werden hier nicht immer alleine sein.
Sind wir hier fertig? Nee, natürlich nicht. Und die Wände muss ich auch noch anschauen. Okay, jetzt sieht es zumindest so aus. Nehme ich hier noch das letzte Stück mit, so. Und dann nehme ich die Mimik wieder mit von hinten. Und gehe mit ihr weiter nach vorne. Pray at the altar to revive here. Ah, schön. Das wäre eher für, wenn man mit mehreren Leuten spielen würde, wahrscheinlich. Ach du meine Güte. Oh, da ist noch eine Mimik-Truhe. Hätte ich die gar nicht mitnehmen müssen. Naja, besser so als gar nicht. Okay, das kann dauern. Ich glaube, ich würde doch ein bisschen die Musik lauter stellen. So. Fallen. Achtung, Mimik-Truhen und so weiter. So, gleich sind wir einmal hier durch. Mit all dem Essen. Oh shit, ich wäre fast in die Truhe gelaufen. Setz dich mal hier hin. So, ja gut, da drüben bin ich jetzt noch nicht lang gegangen. Ich glaube, das würde mehr Spaß machen mit anderen Leuten zusammen, als wenn man es alleine machen würde. Ah, okay, man muss den Altar überhaupt mal aktivieren, sonst revivet man da wahrscheinlich gar nicht. Was?